Wir setzen auf den Wert Sicherheit, weil Verantwortung bedeutet Verantwortung für das Unternehmen, dass es noch langfristig am Markt agieren kann, dass es also eine Perspektive von 50 Jahren hat und nicht von 5 Monaten. Mein Name ist Anke Peter, ich bin CSR-Managerin in der Firma TIM. Wir produzieren Verpackungen aus Wellpappe. Das sind einmal Transportverpackungen, um den Orangensaft von dem Hersteller in den Supermarkt zu bekommen, und aber auch werbewirksame Verpackungen im Supermarktregal, damit sie gut verkauft werden, wie zum Beispiel eine Milka-Schokolade, wo ich die Schokolade rausnehmen kann und es schiebt nach. Das ist eine Konstruktion aus Wellpappe. So etwas ist unser Tagesgeschäft, so etwas stellen wir her. Mittlerweile ist das Thema Nachhaltigkeit oder eigentlich Unternehmensverantwortung Teil unseres Kerngeschäfts geworden. Es ist unsere Unternehmensphilosophie, weil wir sagen, dass es für uns als Unternehmen unheimlich wichtig ist, Verantwortung zu übernehmen. Wir setzen auf den Wert Sicherheit, weil Verantwortung bedeutet Verantwortung für das Unternehmen, dass es noch langfristig am Markt agieren kann, dass es also eine Perspektive von 50 Jahren hat und nicht von 5 Monaten. Wenn es so sicher agiert, Verantwortung übernimmt, heißt es auch Sicherheit für die Menschen, die dort arbeiten. Sicherheit für den Arbeitsplatz, dass ich dort von der Ausbildung bis zur Rente dort arbeiten kann. Aber es heißt auch Sicherheit im Sinne von Arbeitssicherheit, dass ich darauf achte, dass keine Unfälle passieren, dass es dort Schutzausrüstungen gibt. Und es heißt auch Sicherheit für Arbeitszeiten, für bestimmte Regeln. Deswegen ist es für uns als Unternehmen selbstverständlich, dort Verantwortung zu übernehmen, das zu tragen. Und warum ist es erfolgreich oder warum ist das Ganze wichtig? Wie kriege ich es ins Unternehmen? Es muss wirklich jeder Einzelne sein, der diese Verantwortung trägt und der es lebt. Es kann nicht nur vom Management getragen werden, und kleine Erfolgserlebnisse sind dann auch, wenn Mitarbeiter Vorschläge machen, wir wollen jetzt Strom aus erneuerbaren Energien einkaufen, dann und er mir vorher gesagt hat, naja, das weiß ich nicht, ob wir das einkaufen können, da gibt es doch kein Gesetz für, und meinst du wirklich, dass das wichtig ist? Wenn der dann zu mir kommt und sagt, hier, ich habe ein ganz tolles Angebot, wir setzen jetzt in erneuerbare Energien und wir machen das, das ist dann ein Erfolg, wenn es wirklich von allen gelebt wird. Und es ist nur, also der Erfolgsfaktor für verantwortungsvolle Unternehmensführung ist eine Kombination aus verschiedensten Dingen. Es ist einmal das Management, was das Ganze leben muss. Es sind natürlich einzelne Personen, die das als Botschafter ins Unternehmen tragen. Aber natürlich sind es auch Ziele, dass das Unternehmen konkret sagt, wir wollen unsere Abfälle um 10% reduzieren. Wir wollen 70% unserer Energie aus erneuerbaren Energiequellen einkaufen. Also man muss dort gut kombinieren. Und wenn man jetzt sagen soll, wo stehen wir in Sachen Nachhaltigkeitsentwicklung, da muss man eigentlich unterscheiden in sehr große Markenartikel, Konzerne, die börsennotiert sind. Die sind schon gut auf der Reise, sie sind schon im Mittelfeld. Kleinere Unternehmen sind gerade am Anfang und insgesamt haben aber alle noch einen großen Weg vor sich.